Auf ein neues! Bei Pokémon Feuerrot Part 28. Wir haben ja im letzten Part Fuchsania City erreicht. Und wir wollen jetzt sofort, ich hoffe, das funktioniert sehr gut, in die Safari-Zone. Das ist das Gebäude. Nein. Nee, es ist ich rede auch mal mit allen. Ich glaube, kriegt man bestimmt irgendwas. Niemals. Das wird jetzt gefragt. Du kriegst nicht. Was sagt der hier? Ja, gesagt, er hat ein Sprachproblem. Wo ist Sarah? Was sagt nicht, man kann da noch nicht reingehen. Romanzerschneider, hab ich den? Ach, der muss sich halt drum herum laufen. Ja, egal. Wird sicherlich auch Items hinter sowas geben, aber. Das muss ich jetzt erstmal aushalten. Yay, Safari Bell. 30 Stück. Oh nee, das ist ja noch schlimmer mit Fang. Steht ja auch, welchen Abteil man. Ach du Scheiße, ob das durchgängig diese Entwicklungsmusik ist. Ja, aber die hört man selten, also. Nee, du siehst es nicht, aber bei Pokeweg, die habe ich auch im Hintergrund. Was bei dir halt jetzt doof ist, weil du gerade aufnimmst. Was ist denn Zentrum? Aber da siehst du, wie das Areal aussieht. Areal 1, Westenzentrum. Okay. Ich muss in 1, musst nur in einer. Okay, wir haben hier wieder ein bisschen Roboter, Jan, Freunde. Ich glaube, ihr habt es vermisst. Oh, Flori. Ja gut, ich glaube, die Musik kann aber auf nach der Zeit nerven. Oh, da ist es ja schon, mein Teammitglied, Freunde. Ich kann es euch verraten, es ist ein Oval. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass man das einfach, dass es einfach drin bleibt und dass es jetzt gehorsam ist. Eins. Blattstein. Zwei. Ach, wo willst du jetzt schon wieder hin? Ich? Ja. Ich stell mir die ganzen Items hier auf. Oh, ein Oval. Eins. Och, weil ich wahrscheinlich ein bisschen brauchen werde, bis ich mein Teammitglied fange. Wo ist denn der Blattstein? Fangen kann, weil das da auf dem Steinding. Weil mein Pokémon, was ich mir fangen werde hier drin, auch ein Teammitglied, das hat nur 4%. Deswegen wird es wahrscheinlich so ein bisschen dauern. Ja, hier liegt hier im Sonnentag, wirst du auch sehen, ist nicht zu übersehen. Ich will da unbedingt einen Chanera fangen, damit ich auch. Ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch ein Glücksei hat, ist jetzt auch gering, aber man freut sich ja dann trotzdem, denke ich. Och, Opa, jetzt Huhu und Chanera, Supertrank. Ja. Ja, Chanera? Nein, ich habe keins gefunden, ich meine die Reaktion. Also man freut sich. Oh, ein Schlurp. Ja, drin geblieben. Yay. Oh, Schlurp würde ich auch, hätte ich, wollte ich auch erst ins Team nehmen. Aber? Schlurplex. Ja, Schlurpleck ist halt schon. Ich so könnte sagen, ich entwickle es nicht, und dann könnte ich sagen, ich habe Potenzial verschenkt. So, wir können noch eine Challenge machen, aber die wäre, glaube ich, zu lang. Dass wer als erstes einen Scharnierer fängt, aber da musst du bei Real 3 bleiben. Ich bin jetzt, glaube ich, in 3. Ich bin mir nicht sicher. Und nein, mache ich nicht. Ja, weil hier kriege ich mein Teammitglied nur zu 1%. Und das mache ich mit Sicherheit nicht. Warte mal, Blattstein ist doch der Stein, den ich für Kokowai habe, oder? Ja, müsste. Oh. Aber wie gesagt, bei Steinen würde ich warten, weil mit Stein lernt er keine Attacken fast mehr danach. Ja, das stimmt. Ah. Guck nach, was er noch lernt und was du davon brauchst noch. Kann halt noch mit TMs was machen. Ich habe Psychokinese ja noch. Ich überlege, ob ich den Gengar gebe oder ob ich es ihm gebe. Die Gasauger müsstest du auch noch haben. Ja. Nein, warum fange ich denn Paras? Ich will gerade Paras fangen. Ist blöd. Paras ist cool. Nein, ich. Ja, aber. TM-Übernahme. Uff. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich ein bisschen vorlaufe, aber. Da mein Teammitglied mit so einer niedrigen Chance kommt, hoffe ich, dass ich es in diesem Part überhaupt schaffe, es zu fangen. Ja, ich hoffe auch, dass Chanera kommt, aber hier ist ein Schlurp. Und ich habe erst gedacht, es wäre ein Chanera. Es hat wirklich Hautfarbe. Oh.
Aber das ist wirklich Goldzähne. So, wenn du dich wirklich so freust, dann denkst du, es kommt und dann so eine richtige Enttäuschung. Nichts gegen Schlurp jetzt, okay, aber... Ja, Schlurp selber finde ich übel cool, aber ich mag die Weiterentwicklung kein bisschen, ich hasse die übel. Deswegen habe ich nicht genommen. So, ich komme jetzt aber, glaube ich, auch mal vorbei und schau. Wobei, sieht halt auch so aus, teilweise. Boah, diese Musik, die aber sowieso so ein Loop von 2 Sekunden die ganze Zeit nur ist. Ja, mehr will das auch nicht sein, glaube ich. Top Grand. Nicht irgendeine andere Musik reinhauen können. Rathaus habe ich gelesen. Rathaus. Gibt's hier? Ich will kein Owei. Och. Der sagt, der hat schon eher. Natürlich bleibst du drin. Ich glaube, es geht los. Verarsch mich nicht. Der lügt doch nur. Jo, ich habe gerade ein Owei mit einem Ball gefangen. Kannst du nicht machen? Hab ich aber. Ich muss es gern. Schmeiß das weg. Was, Ding Dong? Time ist vorbei. Das kann ich ja nochmal hinlatschen. Ich habe komplett vergessen, dass es ja so ein Schritt damit geht. Achso. Das macht es nicht besser. Achso, ja, dann habe ich ja noch Glück. Ich habe immer noch die Möglichkeit, dass ich es fangen kann. Aber 1%, das ist halt wirklich von 100 ein. Also das ist. Ach, Scharniere auch 1%. Also in der ersten Zone ja, in der dritten, ich glaube, 4%. Ja, genau dieselbe Chance hat ja mein Teammitglied auch. Nein, es ist kein Scharniere. Jetzt kommt erstmal Kangama, okay. Das ist auch cool. Vielleicht bleibt das ja drin. Nee, es ist drin beim ersten Ball. Kangama? Ja. Ja, ist ja gut jetzt. Och. Ich will keine wilden Pokémon, die nicht mein Teammitglied sind. Ich find's cool. Nein, aber ich will auch. Ich werf die ganze Zeit aus Versehen Bälle. Nee, ich will halt auf die 30 kommen, die dieser eine Prof wollte. Ach, das werde ich eh nicht schaffen. Kommt noch ein Kangama. Genervt. Doch, was? Das mache ich höchstens mal offscreen. Entwicklung zählen, ja. Tipps für Trainer. Verbleibende Zeit. Oh, guck mal, Parasek gibt's hier auch. Wo ist denn der Typ, der seine Zähne verloren hat? Ich glaub's, das hier gibt. Ja, und von dem kriegst du Surfer. Ach, guck mal, hier gibt's sogar Nidoran. Ne, Nidorino ist das. Von dem kriegt man hier schon Surfer. Ja, deswegen, ja. Aber du hast den noch nicht gefunden. Ich hab nur die Zähne gefunden, die der haben will. Und wo sind die? In Bereich 4. Ach Gott. Sieht man die im Bereich... Pokéball oder sind die unsichtbar? Ja, Pokéball. Ja, sicher unsichtbar. Weiß ich ja nicht. Nee, man sieht es, aber... Und genau darunter ist das Haus, wo man hin muss. Aber das Problem ist, dass man da dann nochmal durch Gebiet 3, glaube ich, ist es muss, weil man sonst nicht da hinkommt. Okay. Nee, ich glaube, gleich, wenn ich das Gebiet erreicht habe, sind meine Schritte wieder leer. Da ist noch ein Schlurp. Kann man hier auch Schutz einsetzen eigentlich? Müsste. Okay. Nee, weil langsam sind ja so ein paar Pokémon, die mich nerven, mich nicht sehen will. Bin ich gerade in Gebiet 4? Und wenn nein, wo bin ich? Es gibt immer ein Schild, wo das auch dran steht. Dann, da steht Zentrum, ja. Und dann steht da irgendwie Gebiet. Keine Ahnung. Ich bin in Gebiet 1. Wow. Aber ich will erstmal diese, meine, Schritte ablaufen. Hier in Gebiet 1, weil es reicht, glaube ich, für das nächste nicht mehr. Ich will Gebiet 4. Aber es kommt kein Scharniere. Kommt einfach kein Scharniere. Hallo, Zock. Warte. Ich will das nicht fangen. Das willst du nicht fangen. Blutzock. Jetzt habe ich einen Blutzock gefangen. Er hat doch noch Vorteile, oder? Obwohl, ich kann gleich mal meinen Owei entwickeln. Dann habe ich noch ein Teammitglied mehr. Nicht Teammitglied. Pokédex-Eintrag, meine ich. Das siehst du. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 30 oder knapp davon. Ja, kriege ich auch noch eins mehr. Siehst du, habe ich das Teammitglied schon vor Flo. Das entwickelte. Weißt du gar nicht. Ja doch, bei mir ist es jetzt schon entwickelt und bei dir noch nicht. Wen hast du jetzt entwickelt? Ja, das Owei. Versucht Eierbombe zu lernen. Ach, das ist bei der Entwicklung, das ist cool.
Das ist eine Attacke, die ich glaube behalten will, aber es ist halt glaube ich speziell oder physisch. Ich schätze mal speziell. Weiß ich nicht, weil physisch wäre kacke. Ich hab nicht nachgeguckt, aber ich schätze mal speziell. Jetzt kommt auch noch ein Pinsier, weißt du, ne? Pinsier. Ich glaube, das macht der Pinsier. Gut. Pinsier. Nee, so nett. Hört sich das nicht an. Ja, kommt immer wieder dieses ganz gruselige Parasit. Pinsier. Ja, klar. Es ist ein Käfer, okay? Kein Kiffer. So, hier könnte es kommen, mein Teammitglied. Und es ist ein Kangama. Nein, das ist es nicht. Och, Mann. Ach, du hast ja noch gar nicht verraten, was dein Teammitglied ist. Nee, das habe ich nicht. Bin ich endlich an der Stelle angekommen, hab nur noch 44 Schritte. Toll. Werden die 44 Schritte reichen? Sieh und vieles mehr erfahren sich hoffentlich noch in diesem Bad. Ja, ich hoffe auch. Also bis jetzt sind wir knapp bei 10 Minuten. Da kommen nur blöde Paras. Dodo. Typflug habe ich schon, tut mir leid. Ja. Das ist mein letztes Team mit oh Mann. Schlurp. Schlurp. Lass Durchsage. Nee, nicht Durchsage. Lass mich in Ruhe. Wow. Ding dong. Ich hab kein Geld mehr. Doch, hab ich noch, aber. Okay. Ja, jetzt laber mich nicht so viel. Kann man am Anfang eigentlich auch nach links? Weiß ich jetzt nicht. Oder geht's noch nicht? Ich hab auch drei. Rettung, mein Teammitglied auch doch. Ding dong. Oh Mann. Scheiße. Sag mal, ich weiß nicht. Kann ich diesen Kackweg nochmal suchen? Ah, oh Mann. Ja, Owei, du hältst mich ein bisschen auf. Ich hätte wenigstens mal kurz mein Inventar, mein Pokémon-Team-Zeugs lernen können. Hm. Und ich hätte mir aber wenigstens kurz Surfer abholen können. Dann hätte ich es jetzt auch nicht leicht, weil ich noch gar nicht surfen darf. Ach, wo ist das denn jetzt? Ich muss doch erstmal da hinkommen, wo es das überhaupt gibt. Du sagst, das ist ein Areal 4 und das ist ein Pokéball, ja? Ja. Es gibt zwei verschiedene Wege nach Areal 4 und du musst zu beiden. Ich glaube, das wird mir... Bei dem einen kriegst du nur das Surfer, die Goldzähne, und beim anderen kannst du es abgeben und kriegst dafür dann einen Surfer. Ich will nicht, gibt's jetzt, verstehe. Finde das geheime Haus, dann gewinnst du eine VM. Siehste? Tipps für Trainer. Nein, ich will keine Tipps für Trainer, ich will wissen, was das für ein Areal ist. 4. Nein, wo ich jetzt bin. Hier. Wo bin ich jetzt in welchem Areal? Steht das hier drauf? Areal 2, ja, will ich aber nicht. Falscher Weg. Areal 3, okay. Boah, diese Kackmusik, Junge. Übrigens, du bist falsch gelaufen, wenn du zu 4 willst. Nee, 3 ist richtig. Erstmal. Für meinen Chainera jedenfalls. Chainera. Halt auch voll das nervige Pokémon eigentlich. Ich glaub, guck mal, was in dem Haus ist. Oh, die halt mich einfach auf. Ich hab nicht das Recht für. Das. Was willst du hier? Geh weg. Da kriegst du, in diesem Haus kriegst du die TM. Mit welchem? VM. Mit welchem muss man da reden? Hier? Nee, du nicht. Das war doch hier. Aber das ist hier Areal 3. Du hast gesagt, es war Areal 3. Okay, es war nicht hier. Hier ist 3? Ja. Nee, hier ist 4. Nein, hier ist 3. Lest dir das Schild da unten durch. Da rechts. Komm mal mit. Laut. Pokewiki ist das aber 4. Nein, hier steht auf dem. Hä, warum bin ich jetzt ganz woanders? Wie gesagt, liest dir das Schild da durch, was da rechts ist. Ernsthaft? Warte. Ja, falls das vielleicht stimmt, steht es da auch oben neben Safari-Zone. Vielleicht stimmt es ja dieses Mal. Mit dem CH ist immer was anderes. Hier steht Areal 3, Osten, Zentrum. Also im Osten ist das Zentrum. Hier ist Areal 3. Oh. Und im Norden von Areal 3 ist Areal 2 hier.
Das ist richtig. Ja, das hat das. Komm ich darüber? Oh nein! Oh, jetzt muss ich nochmal mein schönes Geld. Na. Ja, ja, aber das sollte ja auch begrenzt sein. Wenn ich kein Geld mehr habe, dann ist es nicht einfach. Naja, die Schritte werden ja nicht dadurch mehr, dass man Pokémon trifft. Deswegen verbrauche ich hier den Schutzmagie. So Leute, nochmal zurück. Es macht ja so viel Spaß. Ja, ich weiß. Aber da müsst ihr jetzt durch. Im Endeffekt, wenn das nicht mehr auftaucht, Chanera jetzt in dem Lauf, dann versuche ich das offscreen, aber auch nicht unendlich, ja. Also ich werde mich halt auch nicht die Zähne dran ausbeißen. So, jetzt suchen wir mal Areal hier. Ja, der einzige, das ist das einzige Areal, wo man noch nicht Attacke. Aber auch noch hin. Wo kommt man denn da hin? Warum bin ich manchmal so blind? Nein! Oh. Hier, du kannst auch wieder mit mir reden, okay? Dann? Auch bitte nicht. Ich allein hat und das Spiel. Naja. Ich glaube, durch deine Probleme. Zu passieren. Oh, eine Flintklaue. Wird der Jan jetzt nicht. Aber es reicht ja eigentlich, dass ihr mich hört. Also macht euch da mal keine Sorgen. Das werden wir im nächsten Part auf jeden Fall finden. So, mein Gott, wo ist denn jetzt das Richtige? Oh. Flo? Ja, ich habe gerade gesagt, ich muss alleine weitermachen, aber. Ah, sorry. War das wegen mir oder wegen dir? Ja, nee. Ich hab mein Ladekabel nicht angedingst. Ich hab so gedacht, so. Mein Laptop ist aber runtergefahren. Warum ist jetzt auf einmal weg? Ja, aber zum Glück startet mein Laptop relativ schnell. Ja, okay. Tut mir leid, aber. Auch jetzt? Da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Ach, alles gut. Und was Spannendes passiert? Nee, ich hab nur ein bisschen Freestyle. Aber. Hier ist auch ein Gasthaus. Alter. Naja, hat jetzt auch schon oft genug was passiert, dann darf es mir auch mal passieren. Ja. Okay, du bist auf der Angang. Ja! Was ist denn los? Hui! Bitte bleib drin, bitte bleib drin. Hast du jetzt schon das richtige Haus gefunden? Ich meine, du hast jetzt Taurus. Wahrscheinlich darf ich schon spoilern. Ja, hast du ja jetzt eh schon. Mann, es muss nur noch drin bleiben. Komm schon, Tauros. Tauros, mach mich nicht schwach. Soll ich einen Köder werfen? Ich mache aber nochmal Pokéball. Tauros, komm schon, du kommst in mein Team. Geh zum Geheimhaus, ist nicht mehr weit. Ja, bitte. Holzbein. Der hat ja schon wieder TM32. Tauros ist geflohen. Nein. 32. Doppelt. Das hasse ich an der Safari-Zone, Mann. Wenn man mal ein seltenes Pokémon findet, dann flieht die doofe Vieh einfach. Ist das jetzt nicht das Haus sogar? Hä, das Haus ist doch voll daneben. Warst du noch nicht in dem Haus drin? Warst du wirklich so dumm oder hast du es wirklich schon abgegeben? Dann hatte ich das Item da noch nicht, wo ich da drin war. Hä, das ist. Sei doch mal. Die Zähne sind rechts und links. Die davon Zähne habe ich schon. Ja, aber das Haus kommt danach. Ach, dann war die Zeit abgelaufen. Ich habe auch nur noch 55 Schritte. Wo ist denn jetzt Areal 4? Na, ist eigentlich egal. Ich habe ja das jetzt noch. Steht hier. Gibt's der Trainer. Nein, die Zeit ist unten. Na, egal. Mano. Wir suchen jetzt nochmal die Chanera. Lalalala. Tauros. Komm schon. Jetzt habe ich Surf auch legal. Surfen darfst du trotzdem noch nicht.
Nein, leider nicht. Aber der fünfte Arena darf man wahrscheinlich so weggehen. In welchen Gebieten gibt's dein Vieh? Chanera? Ja. 1 mit 1% und 3 mit 4%. Das ist gut, wenn du in 3 bist und zufällig einen Tauros siehst, versuch's bitte zu fangen. Ja, ich komme jetzt auch. Ja, aber ich gehe gleich zu 4. Ich will kein Obai. Ich weiß gar nicht. Ich habe Areal 4 noch gar nicht gesehen, also jedenfalls kein Gras in Areal 4. Ja, in 4 gibt's auch nur so eine kleine Stelle mit Gras. Nein, du. Parrot. Ach komm, ey. Ich hätte doch Schlurp nehmen sollen. Nein, was ist schon jetzt? Macht der da jetzt noch so? Ding dong. Und zurück. Werde ich wohl noch mein Teammitglied kriegen, bevor ich pleite bin? Ich bin mal gespannt. Ach, hier ist Areal 3. Das... Come on! Panera! Dann hole ich erstmal kurz mal das Surfer, wenn das wirklich das Haus daneben war, für meinen Quapuzzi. Quapo. Aber um jetzt die Stimmung und Spannung aufrechtzuerhalten, wende ich jetzt erstmal hier den Part. Ich meine, mein Teammitglied haben wir gefangen. Wahrscheinlich nicht. Haben wir zum Anfang der nächsten Aufnahme, des nächsten Partes. Und Chanera werden wir auch noch jetzt nebenbei versuchen zu fangen. Auch Jans, die Mitglied bei Chanera, weiß ich nicht. Tauros müssen wir auf jeden Fall fangen. Und also bevor ich mal Tauros nicht habe, fängt der nächste Part nicht an. Dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Ciao.